Hallo ihr Lieben, herzlich willkommen zu einem neuen Video von mir. Heute möchte ich mit euch diese süßen Creeper-Kekse machen. Und zwar die von Minecraft. So könnte das Ganze dann ausschauen. Wenn ihr wissen möchtet, wie das Ganze funktioniert, dann bleibt doch dran. Für die Creeper-Kekse benötigt ihr natürlich Kekse oder Plätzchen. Ihr könnt dafür euer Lieblingsrezept benutzen oder ihr könnt auch gerne auf meiner Homepage das Ganze nochmal nachlesen unter Grundrezepte Plätzchenteig. Da findet ihr ein sehr einfaches und schnelles Rezept, was auch super lecker schmeckt. Da könnt ihr dann diesen Plätzchenteig gerne verwenden. Ich schreibe aber euch nochmal das Rezept dazu unten in die Infobox rein für diejenigen, die es doch ganz schnell wissen möchten. Dann benötigt ihr eine Ausstechform, und zwar am besten eine quadratische Ausstechform. Ihr könnt euch natürlich auch eine Schablone machen, wenn ihr keine Ausstechform habt. Ich habe jetzt hier so ein, es ist keine Ausstechform, das ist eigentlich so ein Dessert, kein Ring, aber so ein Dessertquadrat. Damit kann man eigentlich leckere Desserts anrichten. Und dass die eben eine quadratische Form haben. Ich habe das Ganze im Marktkauf gekauft. Da gibt es verschiedene Größen. Und zwar schaut das Ganze so aus. Da sind drei Stück drin. Einmal 10x10 cm, 8x8 und 6x6 cm. Und das Ganze war eigentlich auch nicht teuer. Das hat so ungefähr so 7 Euro, glaube ich, gekostet. Und ich verwende jetzt auf jeden Fall die Größe 8x8 cm. Das ist eigentlich eine schöne Größe. Damit könnt ihr dann eben eure Plätzchen ausstechen. Dann benötigt ihr eben noch Royal Icing. Für diejenigen, die nicht wissen, was Royal Icing ist, das ist sozusagen eine Puderzuckerglasur. Bloß, dass das Ganze nicht mit Wasser gemacht wird, sondern mit Eiweiß. Und da gibt es so eine kleine Faustregel, und zwar ein Eiweiß sind ungefähr 250 Gramm Puderzucker. Ich habe jetzt hier zwei Eiweiße verwendet und das sind dann 500 Gramm Puderzucker. Ihr müsst natürlich dann selber schauen, ob das Ganze recht schnell fest wird oder nicht. Dann müsst ihr eben mehr Puderzucker hinzufügen. Sollte es zu sehr fest sein, dann könnt ihr natürlich auch ein bisschen Zitronensaft noch hinzufügen oder etwas Wasser. Dann wird es flüssiger. Auf jeden Fall sollte es eine feste Konsistenz haben. Also da müsst ihr dann, wie gesagt, selber drauf schauen, was euch am besten gefällt. Ich habe das Ganze dann noch eingefärbt, und zwar einmal hier mit der Lebensmittelfarbe von Wilton Leaf Green. Und einmal von Rainbow Dust, das Schwarz, habe ich hier einmal eingefärbt. Das Ganze gebt ihr dann in zwei verschiedenen Spritzbeuteln. Ich habe jetzt hier erstmal den grünen und später werde ich das Ganze noch mit Schwarz umfüllen. Dann kann es eigentlich gleich losgehen. So, dann nehmt ihr euch euren Spritzbeutel. Das ist eine kleine Tülle, also die ist nicht recht groß, die Tülle. Und dann könnt ihr erstmal, um euch einen besseren Halt zu geben, einfach erstmal um den Cookie bzw. Plätzchen oder Keks drumherum fahren. Und das macht ihr dann mit den restlichen Plätzchen oder Keksen. Und dann lasst ihr das Ganze ein bisschen antrocknen. Das geht eigentlich recht schnell. Dann könnt ihr eben selber entscheiden, ob ihr das Ganze dann jetzt noch grün sozusagen ausmalen möchtet oder eben so lasst. Dann könnt ihr eben verschiedene Creeper machen. Ihr könnt natürlich auch verschiedene Grüntöne verwenden, weil ja der Creeper ja eigentlich auch verschiedene Grüntöne hat, und das könnt ihr dann gerne auch machen. Auf jeden Fall zeige ich euch jetzt meine Variante und ich mache das hier jetzt fertig und dann zeige ich euch das Endergebnis. Das sind die fertigen Creeper-Kekse. So schaut das Ganze aus. Ich hoffe, euch hat das Video zu den Creeper-Keksen gefallen. Ich freue mich natürlich wieder auf sämtliche Kommentare, Däumchen hoch und nette, liebe Abonnenten. Ich freue mich, wenn ihr das nächste Mal wieder dabei seid. Schaut auch mal auf meine Homepage, da könnt ihr das Ganze nochmal nachlesen. Dort findet ihr auch ganz andere Rezepte, auch über Minecraft. Ich wünsche euch auf jeden Fall viel Spaß beim Nachmachen und bis zum nächsten Mal.